So, wir müssen das machen, schaffen, bevor die Ei, das Ei auf unserem Kopf herausploppt. Weil sonst tut das uns die Hälfte der Seelen vertilgen. Was eigentlich allerdings auch noch nicht ganz so schlimm ist, wenn das bei einem Taurus passiert. So. Genau. Weg mit dir. Und ja, auf diese Strategie sind die Jungs ziemlich einfach gestrickt. So, noch ein Taurus weg. Dann bleiben nur noch vier. Ja, und wir sehen ziemlich komisch aus ohne Helm. So. Autsch. Da waren wir nicht schnell genug. Und er hat uns eine Breitseite verpasst. Okay, der nächste. So. Den müssten wir jetzt geaggrot haben. Ich ziehe mich mal hier in das Stück zurück. Und er hat sogar Loot in der Lava liegen gelassen. So. So. So, weg mit dir. Und wir kriegen das Ei auf dem Kopf. Sieht ziemlich ulkig aus und ist, glaube ich, sogar etwas schwer. Gucken wir mal kurz die Stats an. Nö, es geht. So, wir haben jetzt ein Ei auf dem Kopf, das die Hälfte unserer Seelen frisst, wenn wir etwas töten. Nicht so toll. Deswegen müssen wir einen kurzen Abstecher machen zurück zu Eingi, der sich ja zuerst darüber beschwert hat, dass wir gar keine Eier haben. So. Nein, da hoch. Die Jungs hier mal dezent ignorieren. Und zurück zu Eingier. Dumm. Der seine holde Maid in Quelaks Sphäre bewacht. So. Genau, Quelaks Sphäre. Oder Domäne, wie ich es lieber nenne. Hallo, Eingier. Just like me, your dedication is fully apparent. Only, well, your head looks awful. Why not try this? I've no use for it any longer. Ja, wir kriegen eine Eichel, die ein Eibeseitiger ist. Oh, hello, what is it that you... Und wir können nun bei ihm Gegenstände kaufen. Ein Eibeseitiger. Also neue Eibeseitiger und sogar Pyromantie. So, erstmal will ich jedoch den Eibeseitiger benutzen. Damit das Ei weggeht. Und dann will ich meinen Helm gern wieder aufsetzen. Ach ja, ich habe doch gar nicht die neue Rüstung vorgelesen. Die Goldsaumrüstung. Goldsaum. Von der Hexe Quilana von Aesalith, Urmutter der Pyromantie und Tochter des Chaos getragen. Diesen schwarzen Goldsaumumhang trug sie schon vor dem Zeitalter des Feuers. Er bietet sehr gute Resistenz gegen Feuer, Gift und andere Gefahren. Okay, sollten wir uns merken. Ich will mal kurz gucken, was habe ich denn an Pyromantie? Gar nichts. Okay. Will ich hier kurz rasten? Nö. Ich will mit dir reden. Do you have an interest in pyromancy? If you have, I shall share my flame with you. Ja. Wir kriegen nämlich von Eingi eine zweite Pyromantie-Flamme. Let this strength be yours.
Gut. Worse than undead. We are diseased and unwanted, like the grime of the great swamp. But my dear, fair lady, she cried for me and swallowed the great blight pus, despite Mistress Quellard's orders to the contrary. Klingt ungesund. Worse than undead, like the grime. Und mehr hat sie nicht, hat er nichts zu sagen. Ja. Also, sie ist definitiv anders als ihre Schwester, die wir oben besiegt haben. Ah, die armen Töchter von Isalif. Ja. Wir müssen definitiv ein schweres Los tragen. Ihre Schwester ist ein Riesenspinnenmonster, sie ist ein Riesenspinnenmonster. Ich will nicht wissen, was aus der wahren Hexe von Isalif geworden ist. Naja gut, ich weiß es eigentlich. Aber das will ich nicht vorwegnehmen. So. Ich will erstmal hier weiter. An den beiden Jungs dieses Mal vorbei. Einmal beeilt sein reicht mir. Und dort hinten ist alles zugewuchert mit einem Baum. Ja, in diese Kuppel werden wir später irgendwann mal eindringen müssen. Jetzt will ich aber erstmal die restlichen Tauren da loswerden, die drei Stück, die da noch sind. Und dann sehen wir weiter. So. Den einen haben wir schon mal angelockt. Da sind es nur noch zwei. Ja, das ist ein weiterer Vorteil des Bastardschwertes. Die Taurusse sind ziemlich leicht zu besiegen. So. So. Weg mit dir. Den Gegenstand hier habe ich hoffentlich eingesackt. Wenn nicht, ist er halt weg. Ich glaube, das war eine Taurus-Axt. Was stürmst du schon hier so ran? So. So. So, weg mit dir. Und der letzte von eurer Sorte. Die sind dann leider noch nicht ausgestorben. So. So. Aber die hier respawnen nicht mehr. Gut. Jetzt wollen wir nämlich an das Item da hinten ran. Das Item da drüben sparen wir uns erst einmal. Da kommen wir nämlich nachher auf einem einfacheren Weg ran, viel später. Aber dieses Item da will ich unbedingt haben. Deswegen muss ich mich erst einmal umziehen. Nämlich Feuerschutz. Und mehr Geschwindigkeit vor allem. So. Gut. Mal sehen, ob wir da reinkommen. Ohne zu sterben, wollte ich eigentlich sagen. Aber da sind wir doch gestorben. Ja, sehr schön. Aber wir sind ja zum Glück nicht weit entfernt davon. Und übrigens, wir sind barfuß. So. Wir holen uns jetzt erst einmal unseren Seenhaufen wieder, bevor wir uns umziehen. Der müsste allerdings netterweise, da es ja eine 30 Sekunden Verzögerung oder so gibt, oder eine 10 Sekunden Verzögerung wenigstens. Übrigens, der Ziegendämon da hinten, der
respawnt, dürften wir den Seelenhaufen außerhalb der Lava wiederfinden. Und ja, was haben wir bekommen übrigens? Wir haben die Chaosglut bekommen. Zur Waffenumwandlung erforderliche Glut. Chaosglut entstammt der Stadt Aiselith und wird nur von mit alten Methoden vertrauten Schmieden bearbeitet. Wandelt Feuerwaffe zu einer Chaoswaffe um. Die Chaoswaffe kann aus +5 verstärkt werden. Chaoswaffen sind mit Menschlichkeit verstärkte Feuerschaden verursachende Dämonenwaffen. Also ja, wenn wir 10 Menschlichkeit haben, würde eine Chaoswaffe viel mehr Schaden machen. Aber da müssten wir halt das Risiko eingehen, immer mit so viel Menschlichkeit rumzulaufen. Und meine Tastatur hat wieder gehangen. Gut. Schnappen wir uns unser verlorenes Gut wieder. Und ziehen uns mal wieder um. So. Und den Hartstahlring bitte wieder. So. Das war der erste Punkt, weswegen ich hier runter wollte. Wegen der Chaosglut. Auch wenn wir die Chaosglut selber nicht brauchen werden, aber ich wollte sie gleich schon mal holen. So. Wir können hier, glaube ich, querfeld einlaufen. Ja. Also um die Lava-Löcher hier rum. Und können dann hier weiter. So, zu dem Taurus. Nicht Taurus, das ist ein Ziegen. So, Dämon. Ja, komm ruhig her. Der übrigens sehr gut zurückgeschubst wird durch unser Schwert. So. Weg mit dir. Eine Heilung. Und weiter geht's. Die Dämonenruinen hinunter. Und dort hinten sehen wir schon mal wieder ein gelbes Tor, in dessen Richtung wir uns kämpfen müssen, aber zu dem wir, durch das wir halt eben noch nicht durch können. Wir wollen eher darüber, dort ist unser Ziel. Also wenn man hier an diesem zwischen diesem Lavafluss und dem Baumstamm vorbeiblickt. Dafür kommen aber vorher erstmal noch ziemlich viele Ziegendämonen. So. Locken wir mal einen aus dem... Hallo, ich schieß dir in den Kopf. Du könntest dich ruhig ein bisschen beeindruckt zeigen. So. Das ist nicht gut. Das ist besser. So, es fehlt nur noch ein Schlag. Nehmen wir mal den einfachen, leichten Schlag. So. Und kümmern uns um den zweiten Ziegen, den man dort auch gleich. Komm her. So, einmal weg. Au. Ah, das könnte knapp werden. Stirb endlich. So. Und dann weiter zu den anderen.